Ja, hallo zusammen und seid gegrüßt zu einer weiteren Folge von Let's Play Final Fantasy VII im Remake. Für mich beginnt heute eine neue Aufnahmesession. Es ist sehr, 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 sehr früh am Morgen. Und ja, ich bin trotzdem voller Tatendrang und man mag es kaum glauben, aber auch ausgeschlafen, denn ich bin gestern sehr früh ins Bett. Also eigentlich würde ich fast sagen, beste Voraussetzung. Ich habe am Ende der letzten Folge oder danach tatsächlich das Unmögliche noch geschafft. Also so unmöglich war das gar nicht. Ich habe das mit den Kisten zerdeppern, die Trophäe, tatsächlich direkt im First Try geholt, nachdem ich mir so ein bisschen online mal angeguckt habe, was für Voraussetzungen man erfüllen muss, um da die 30.000 zu knacken. Und, ach, seht ihr, eine Sache habe ich jetzt gar nicht mehr auf dem Schirm. Ich habe dafür eine Belohnung bekommen. Ich habe mir das beim letzten Mal notiert, aber ich weiß nicht mehr, wo der Zettel ist. So, warte mal, das sollten wir doch aber irgendwie rauskriegen, was da die Belohnung war. Magisches Zahnrad war es. Finde ich irgendwie übelst hübsch. Sieht so ein bisschen Steampunk-mäßig aus vom Design her. Ich mag das. Ein wundersames Zahnrad, das durch die Umwandlung von Magie in dynamische Kraft angetrieben wird. Unten rechts steht noch, lädt beim Verbrauch von MP die Limitleiste auf. Ja, steht und fällt so ein bisschen mit der Größenordnung, wie schnell die Limitleiste damit gefüllt wird. Ich könnte mir vorstellen, dass das Item vielleicht nicht das Allerschlechteste ist. Weiß ich nicht, ob ich das anlegen will. Ich lasse es jetzt erstmal so, wie es ist. Und irgendwann werde ich es bestimmt probieren. Also vielleicht sogar in dieser Folge mal gucken. Der nächste Kampf, der mich zum Wahnsinn treibt, in den Wahnsinn treibt, der kommt bestimmt. Aber heute stelle ich mich gerade eher ein bisschen auf Story ein, denn wir sollen zurück zu Aerith House. Kisten zerdeppern, ne? Also im Grunde genommen, ich glaube, wenn du bis in die letzte Area reinkommst und unterwegs halt nicht alle Kisten mitnimmst, da ist ein Turk. Da bist du ja. Ein Hinterhalt? Sieh an. Das muss dann wohl dein neuer Freund sein. Du sagst das so, als wäre das was Schlechtes. Verstehe. Marco-Augen. Du sollst Reno besiegt haben? Was, wenn es so ist? Mein Boss will einen Bericht. Ich muss die Fakten überprüfen. Lass uns gehen, ja? Root ist kein schlechter Mensch. Das kann schon sein. Allerdings lassen wir uns nicht gerne zum Narren halten. Nimm's mir nicht übel. Ein Turk, wie er im Buche steht. Oh? Eine große Klappe, aber nichts dahinter. Werden wir sehen. Na, das kann ja was werden. Bester Einstieg in den Part, ey. Aerith hat gerade gesagt, ich hasse Gewalt und ich möchte mich dem anschließen. Vor allen Dingen hasse ich Gewalt in diesem Spiel, weil die Gewalt hier dann irgendwann immer zur Aggression führt, weil ich nicht klarkomme mit der Gewalt, die uns entgegenschlägt. So, erstmal analysieren bitte, wenn er dazu in der Lage ist. Dankeschön. Ein Mitglied der Turks, einer Einheit von Shinras Abteilung für allgemeine Angelegenheiten. Mit seinen stählernen Muskeln verlässt er sich im Kampf lieber auf seine Fäuste als auf Waffen. Windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Immerhin etwas. So, wer hat denn bei mir Wind? Ich komme nicht ins Menü rein, wenn ich keine ATB-Balken habe. Ich bin gleich tot, sehe ich gerade. Gestatte mir, meinen Partner zu. Ey, ich dachte, wir wollen kämpfen und nicht tanzen. Was war das denn hier gerade für eine Kür? So, warte, ich will erstmal gucken, wer hier überhaupt Windzauber hat. Blitz ist nicht Wind, das ist mir schon klar. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem hier mal mein Glück versuchen. Irgendwie müssen wir ja vorankommen. So, und dann bleibe ich jetzt erstmal bei Cloud, der jetzt leider... Ach, ich habe gar keinen Wind drin. Warum haben denn beide Leute Blitz? Was habe ich mir denn damals hier schon wieder ausgedacht? Das ergibt ja gar keinen Sinn. Ich habe doch eigentlich, dachte ich, immer irgendwie aufgepasst, dass sich das irgendwie sinnvoll verteilt. Oh, das nervt mich jetzt schon wieder.
So, warte. Erstmal muss ich mich heilen. Ja, sowieso erstmal nichts mit Zaubern. Weil dann kann ich auch gleich mit Alice spielen. Also was mich jetzt gerade am meisten stört, ist, dass ich im Kampf schon wieder keine Anpassungen vornehmen kann. Und das hier extrem geholfen hätte. Oh, der hat auch diese hässliche Zustandsveränderung, dass ich wieder nichts machen kann. Ist das Lähmung? Ist das Lähmung oder wie schimpft sich das? Würden sie sich heute noch bewegen? Ich weiß, das Spiel will, wenn einer ausgenockt ist, dass man zum nächsten rüberschwenkt. Aber ich würde gern auf Sicherheitsabstand bleiben. Und das geht ja halt nicht so gut, wenn... ach, guck mal, jetzt ist er ein Schock. Achso, jetzt bin ich in der Allround-Haltung und deswegen kloppt er wieder. Guck mal, bis ich dann bei ihm bin, ist das schon wieder vorbei mit dem Schock. Das ist so, das ist mir ein zu hohes Tempo einfach. Das ist mir zu viel Tempo. So, jetzt kann ich mit Aris hier wieder aktiv werden. Ich muss danach unbedingt meine Materia umstellen. Ey, könnt mich gerade schon wieder selber irgendwie, keine Ahnung, dafür rüffeln. Ja, jetzt fängt er wieder an zu tanzen oder was? Nee, seine Brille ist kaputt. Nicht schlecht. Lässt du uns jetzt in Ruhe? Nein. Ich fange jetzt erst richtig an. Wie der eine Ersatzbrille einfach bei hat. Nein, hab meine Befehle. Könntest den Job wechseln. Also den Kampf würde ich dann bitte irgendwie gerne nochmal machen, aber dann bring mich bitte jetzt um und nicht kurz bevor ich den irgendwie geschafft habe. Ich habe keine Möglichkeit, jetzt hier meine Materia anzupassen, ne? Die ganzen Parts übrigens, wo ich so... Nicht so stark, wie du vielleicht so komplett denkst. Überfordert bin mit den ganzen Kämpfen zuletzt. Die sind alle noch nicht online. Das heißt, eventuelle Tipps, die sich daraus ergeben, ne, die habe ich jetzt noch nicht gesehen. So, warte, ich würde mal einmal gerne versuchen Wolltest wollen, nochmal mit Impulsieb den vielleicht in Schock zu bringen. Achso, Alice ist schon wieder ausgenockt. Also andere Spiele fangen gefühlt immer ein bisschen später an mit den ganzen nervigen Zustandsveränderungen. Und ich hatte gefühlt in den letzten 5 bis 10 Parts ständig nur Gegner vor der Nase, die es irgendwie schaffen, mich nonstop aus dem Verkehr zu ziehen. Na, jetzt bist du schockanfällig, ganz toll. So, warte mal. Ach, Aris kann immer noch nichts machen. So, einmal Blitz bitte nochmal. Ja, jetzt wird er erstmal wieder in den Rücken getreten. Ich glaube, den Kampf schaffe ich trotzdem. Aber, keine Ahnung. Hätte man hier sicherlich auch wieder eleganter lösen können. Einmal Vita bitte auf dich. Dann springen wir jetzt wieder zu Cloud rüber, der vielleicht auch wieder sinnvolle Dinge tun kann. Zum Beispiel Impulshieb. Ich habe wirklich das Gefühl, dass in 95% aller Fälle, wo ich irgendwas Sinnvolles tun will, immer vom Gegner unterbrochen werde. So, jetzt hat er sich gerade verteidigt. Das ist ganz gut für uns, weil dadurch hatte ich die Möglichkeit, jetzt mein ATB wieder ein bisschen zu füllen. Guck mal, genau das, was ich gerade gesagt habe. Ich wähle irgendwas aus und direkt werde ich unterbrochen. Es gibt hier irgendwie... Wer hat Cloud gerade geheilt? Aerith gemacht? Also befohlen habe ich es ja nicht. Ich dachte, die KI, die macht nie sinnvolle Dinge oder hat er sich selber geheilt? Vielleicht war das auch irgendeine Materia oder so. Ich habe keine Ahnung. So, ich muss jetzt auf jeden Fall nochmal Heilung, obwohl das kann Cloud gleich selber machen. Oh, jetzt kann Aerith schon wieder nicht aktiv werden. Ich wollte gerade mit ihr in den Angriff gehen. Oh Mann, ey. So. Ich wollte heute einen Story-Part haben. Ich will nur Final Fantasy, sorry. Wisst ihr was? Ich habe echt das Gefühl, dass ich den nächsten Hauptboss nicht schaffen werde. Und dass der deutlich mehr Zeit in Anspruch nehmen wird als die letzten. Und dass ich irgendwann derart frustriert sein werde, dass ich auf Schwierigkeitsgrad leicht spiele, um das Spiel nicht komplett zu hassen und zumindest irgendwie ein bisschen was Positives in Erinnerung zu behalten, weil der Fokus sich dann so ein bisschen verschiebt, weg von den Kämpfen, die einen einfach nur frusten und hin zu Story-Fokus und vielleicht ein bisschen anderes Zeug, was das Spiel halt ausmacht. Ich meine, das ist echt eine Geschmacksfrage, ne? Ich habe schon mitbekommen, dass viele von euch das Kampfsystem extrem feiern. Aber egal, wohin die Reise hier noch geht, ich bin mir zu 1000% sicher, dass das bei mir bis zum Ende des Spiels nicht der große Pluspunkt des Remakes sein wird. Das Kampfsystem meine ich jetzt.
Da steht schon fest, wie das Abend in der Kirche ist. Ein bisschen wie bei Xenoblade Chronicles, da war das ähnlich. Also bei beiden Teilen habe ich auch das Spiel geliebt, aber das Kampfsystem nicht gemocht. Und ich mochte es aber in Xenoblade Chronicles trotzdem mehr tatsächlich als hier. Hier habe ich irgendwie mehr Stress und mehr Probleme, mich hier reinzufuchsen. Und vor allen Dingen mehr Angst auch vor den Bossen, die noch kommen. Wobei bei Root, das ist nicht ganz so fällig jetzt gelaufen, wie das, das bei den letzten Kämpfen immer mal wieder der Fall war. Der Schaden, den er frisst. Ey, ich fühle mich, als würde ich auf Schwierigkeitsgrad Albtraum spielen, Mann. So, heilen Sie sich bitte. Dann gehe ich wieder zu Aerith rüber, die wahrscheinlich 5 Sekunden tätig sein kann, bis das nächste Mal wieder irgendeine Lähmung sie heimsucht. Aber der ist gleich down. Könnt ihr den Sack jetzt hier bitte zumachen? Danke. Bitte, lass es gut sein. Das kann ich leider nicht. Hey, Rude! Sorry für die Unterbrechung, aber die Slums im Sektor 7 rufen, die Sache kann nicht warten. Ja. Also beweg dich sofort hierher. Verstanden. Neue Befehle? Sieht ganz so aus. Geh zurück nach Hause. Nix da. Könnt ihr so passen. Und? Was hat der Kampf jetzt für einen Sinn gehabt? Achso, ich dachte, sie erzählt uns gleich was. Sie hat uns irgendwie so erwartungsvoll gerade angeguckt. Ey, ich hasse Typen so sehr, die sich cool fühlen, weil sie irgendwie einen Anzug tragen und sich eine Sonnenbrille aufsetzen. Wobei er wirklich ein bisschen Coolness tatsächlich ausstrahlt. Ich denke dabei jetzt eher so an Leute im Real Life, die man ja auch so im Laufe seines Lebens so über den Weg gelaufen ist. Die denken, die wären, weiß Gott, was für tolle Hengste. Nur weil sie einmal irgendwie einen Blazer übergezogen haben oder so. Naja, so. Aber zumindest haben Aerith und er scheinbar ein durchaus respektvolles Verhältnis zueinander, würde ich es jetzt mal grob zusammenfassen. Und wir werden seiner Anweisung und seiner Empfehlung folgen. Und nach Hause gehen. Wir werden dort zwar nicht bis in alle Ewigkeit bleiben, aber wir gehen da erstmal hin. So, Materia. Also, warum zur Hölle habe ich jetzt bei beiden Gewitter drin? Was habe ich mir dabei gedacht? Das lag wahrscheinlich am letzten Gegner, ne? Der da eine gewisse Schwäche für hatte. Anders kann ich es mir nicht erklären. So, aber Cloud ist mit seinem Gewitter weiter. Das heißt, bei ihr kommt dann Gewitter raus. Was hatte sie vorher drin? Magische Verkettung ist schon auf Max. Elementaraffinität hat sie schon drin. ATB-Boost. Das nehme ich jetzt. Ja, Autovita hat sie auch drin. Hatte ich ja irgendwann mal beschlossen, dass ich das langfristig auch beibehalten will. Das ist der Fall. Oh, Tifa hat hier was Neues. Ach komm, Tifa machen wir, wenn sie wieder ins Team kommt. Ich glaube, das ist jetzt echt Zeitverschwendung. Ich sammle lieber ein paar WP und dann machen wir es einmal richtig. Ich liebe dieses Eckchen. Da ist eine Materia. Beim letzten Mal habe ich es noch Warte hier. Erwähnt. Wisst ihr noch? Oder komm einfach mit. Da ist aber jemand unentschlossen. Durch die Blumen. Hat das jetzt was mit der Materia zu tun, dass sie da hinrennt? Nee, ne? Wir konnten uns... Ja, sie rennt doch dahin, wo wir vorher nie den Zugang hatten. Hallo Spiegeleiblumen. Hoffe, es geht euch gut. Ihr blüht auf jeden Fall schöner denn eh und je. Kann mich nicht schneller bewegen. Und ich glaube nicht, dass mein Pad kaputt ist. Bei anderen Spielen macht es das nämlich nicht, was hier immer passiert. Also, dass er abwechselnd mal schnell und mal langsam läuft. Redest du mit den Blue? Also, das war mein Tag heute.
Gehen wir? Meine Mutter wartet schon. Was haben Sie gesagt? Gut gemacht. Spaß. Ich habe nichts gehört. Weißt du... Vergiss es. Glaubst mir ja sowieso nicht. Hast recht. Sag's mir trotzdem. Echt? Ja. Die Blumen wollen mir etwas sagen, glaube ich. Irgendwie habe ich ein seltsames Gefühl. Aber es fehlt irgendwas. Ihre Stimmen kommen nicht zu mir durch. Noch nicht. Sie strengen sich an. Und trotzdem höre ich sie nicht. So sehr ich es versuche. Und langsam habe ich genug. Geduld ist nicht meine Stärke. Wie jemand, der aufgibt, siehst du aber nicht aus. Naja, heute ist ein besonderer Tag. Wieso das denn? Komm, gehen wir! Nun antwortet ihr schon. Und was sagen Sie? Gut gemacht. Oder sowas. Ja, das haben wir. Mega schön, die Szene einfach. Mega schön. Ich war gerade so maximal hin und her gerissen wieder mal wegen Cloud, weil ich am Anfang seine Reaktion voll schön fand, als er gefragt hatte, was sagen Sie? Weil das so ein bisschen suggeriert hat, hey, ich nehme nicht ernst, obwohl sie ja schon was sehr Unkonventionelles von sich gegeben hat, dahingehend, dass die Blumen zu ihr sprechen. Ich dachte, er würde sich da so ein bisschen drüber lustig machen. Und dann direkt im nächsten Moment die Klatsche, wo er ihr unmissverständlich klar macht, dass er ihr nicht glaubt. Und dann hat er doch wieder ein schlechtes Gewissen und hat doch nochmal nachgehakt. Also irgendwie ist Cloud mit seiner Selbstfindung und mit seiner Art und Weise, wie er mit Menschen und vielleicht auch mit der Damenwelt umgeht, noch nicht so ganz mit sich im Reinen. Aber er macht sich, finde ich. So, neue Materia. MP-Boost, wollte gerade sagen. Vielleicht auch nicht neu, aber ja, also die kennen wir schon. Aber es ist, wie sagt man, wie ist nochmal der Unterschied zwischen dieselbe und die gleiche? Es ist die gleiche, aber nicht dieselbe. So rum war das, ne? Ich glaube, das war nicht andersrum. Ich glaube, ich habe das gerade richtig gesagt. So, okay. Gab es hier ansonsten noch Ecken, wo ich vorher nicht hin konnte? Ich glaube nicht, aber... Diesen Wiesenabschnitt da, den hatte ich die ganze Zeit im Hinterkopf. Ich finde es so schade, dass irgendwann der Moment im Spiel kommt, wo man hier gar nicht mehr hingelangt zum Haus. Deswegen werde ich gerade irgendwie ein bisschen nostalgisch. Nostalgisch, nicht sentimental. Ein bisschen traurig, ein bisschen Wehmut. Aber wir gehen jetzt Mama Elmira besuchen. Freut sie sich, beiden Jungspunde wieder vor die Nase zu bekommen, hoffentlich. Du willst schon zurück? Nein, noch nicht. Wenn du so fragst, nicht, habe ich noch irgendwas anderes zu tun? Jetzt verunsicherst du mich, gute Frau. Warte, ich will mal kurz gucken, ob hier noch irgendwas anderes zu sehen ist. Aber ich meine, das habe ich am Ende der letzten Folge abgeklärt. Was ist dieser Stern? Ja, ach, das ist der Mogri-Shop, stimmt, da war ja was. Aber ansonsten sind wir durch. Ich gehe da jetzt rein. Jetzt explodiert wahrscheinlich die Sorry wieder, aber ich bin sowas von ready. Du willst schon zurück? Aber sie klingt so entgeistert, als hätte ich irgendwas Wichtiges vergessen. Ich sage jetzt trotzdem ja. Ja, ich habe genug. Wo seid ihr gewesen? Weißt du, wie spät es ist? Tut mir leid. Wir haben auf dem Rückweg gebummelt. Das Abendessen ist fertig. Ich deck den Tisch. Warte. Bereite lieber das Gästezimmer vor. Okay. Fühl dich ganz wie zu Hause.
Augen. Sind Sie Soldat? Ex-Soldat. Entschuldigung, aber ich möchte, dass Sie heute Abend noch verschwinden. Sie haben im Austausch für Ihre Kräfte ein normales Leben aufgegeben. Finden Sie sich damit ab. Schon erledigt. Dann lass uns essen. Du hast bestimmt Hunger. Wir haben Bärenhunger, nicht? Ich bin ja so stolz auf dich, Cloud. Und was ist mit der Liebe? Verdrehst du den Mädchen den Kopf? Nicht wirklich. Naja. Das Großstadtleben ist nicht ganz ungefährlich. Wenn du eine feste Freundin hättest, dann müsste ich mir weniger Sorgen machen, weißt du? Ich komme auch alleine klar. Ich glaube ja, zu dir würde jemand passen, der etwas älter ist als du. Und dich ein wenig aus der Reserve locken kann. Ich hau dann mal ab, wie gewünscht. Cool, wie ja wieder die Waffe auch gerade in diese Szene mit eingebaut war. Hätte ich jetzt eine andere angelegt, dann hätten wir da eine andere gesehen, ne? Ich weiß, dass Eltern, vor allen Dingen Mütter, das oft gut meinen, wenn sie sowas sagen, wie das, was gerade zu Cloud gesagt wurde. Aber ich finde das insgeheim ganz, ganz schlimm. Weil ich das auch so ein bisschen von meiner eigenen Mutter kenne und ich mag das überhaupt nicht. So dieses also unter Druck setzen, auch wenn das nicht die Intention ist hinter solchen Aussagen, aber so dieses, du musst jemand finden und so eine Person würde zu dir passen und das könnte ich mir gut vorstellen. Also das ist als Elternteil wahrscheinlich super interessant, sich darüber so Gedanken zu machen, aber ey, Cloud ist noch so jung, ja, ihn damit jetzt schon zu behelligen. Also am Ende soll er ja jemanden finden, weil es das Schicksal irgendwie so für ihn vorsieht und weil man auf natürlichem Wege zueinander findet, aber da auf Krampf jemanden zu suchen. Naja, Cloud wird schon das Beste draus machen. Und seine Mutti war sehr, sehr hübsch. Oder ist sehr, sehr hübsch. Freut mich sehr, dass die Szene hier auch mit drin gewesen ist. Die kenne ich nämlich noch aus dem Hauptspiel auch. Stehl dich heimlich davon. Stehl dich heimlich aus dem Haus davon, ohne dass Aerith etwas bemerkt. Pass auf, dass du keine Dinge umstößt und Lärm verursachst. Okay, das ist so ein bisschen stealthy. Ich hasse sowas eigentlich, aber wenigstens hast du hier keine Wachen, scheinbar, die dich wieder zurückhauen. Hä? Habe ich was falsch gemacht? Wo willst du hin? Hä? Da ist eine Kiste. Hast wohl was Schlechtes geträumt, hm? Warte aber trotzdem bis morgen. Dann bring ich dich ja nach Hause. Okay, ist gut. Hä? Habe ich jetzt was kaputt gemacht? Habe ich jetzt Game Over oder was? Kann ich das... Dieses Mal muss ich vorsichtiger sein. Ja, okay, ich wollte gerade sagen, das wird ja wohl jetzt Hauptstory sein, dass man das hier richtig macht. Ich dachte gerade, ich habe vielleicht irgend so eine Art Quasi-Minispiel oder so verpasst. Aber ich verstehe gerade trotzdem nicht, was mein Fehler gewesen ist. Ich bin voll langsam gelaufen. Ach so, ich habe mal da bin ich wahrscheinlich gerade gegen geditscht. Okay, wow. Das ist aber echt ein bisschen Hindernisparcours hier. Okay, irgendwie bin ich gerade aufgeregter. Nein! Ey, was ist das hier für eine Steuerung, Mann? Cloud. Ja, ich hab's verstanden. Können wir das jetzt bitte einmal skippen? Dankeschön. Kann ich das irgendwie per Knopfdruck auch neu laden? Also, ohne dass ich nochmal ins Überspringen-Menü rein muss. Ich habe nämlich das Gefühl, dass das jetzt hier ein bisschen dauern könnte. Das wird auf jeden Fall ätzend. Hä? Diesmal ist kein Eimer da. Das wird wahrscheinlich immer leichter, je dümmer man sich anstellt. Hätte bestimmt eine Trophäe gegeben, wenn ich das direkt zu Beginn geschafft hätte. Wie sie jetzt einfach den Eimer voll weggenommen haben. Und das zweite Item auch. Ich bin so schlecht. Aber Mann, diese Minispiele, wenn ich mich dann im Nachgang immer in Ruhe reinsetze, dann schaffe ich das immer. Aber das geht dann halt nur, während ich nicht aufnehme. Wie komme ich von hier aus nach Sektor 7? Das ist nicht schwer. Gehen Sie einfach durch Sektor 6 durch.
Es ist nicht der sicherste Weg, aber für einen Soldaten ist das bestimmt kein Problem. Ex-Soldat. Und bitte, halten Sie sich ab jetzt von meiner Tochter fern. Natürlich. Danke. Boah, das ist schwierig. Also klar, Elmira wirkt jetzt hier halt so ein bisschen unsympathisch und irgendwie grantig. Und man mag ja Cloud auch irgendwie und fühlt sich wahrscheinlich mehr auf Clouds Seite hingezogen. Aber andererseits macht sie das ja nur aus Sorge um Aerith, ne? Auf der anderen Seite denke ich mir auch immer, man, sie als Mutter muss doch sehen, wie glücklich seine Anwesenheit Aerith letzten Endes macht. Und das einfach so komplett auszublenden. Ich meine, vielleicht fühlt sich Elmira auch schlecht irgendwie so insgeheim, wenn sie ihn rausschmeißt. Aber naja. Nichts für ungut. Nichts für ungut. Okay, viel mehr erzählt sie uns nicht. Dann gehen wir mal. Oh, guck mal, wie schön das hier draußen aussieht bei Nacht. Oh mein Gott, wie schön das ausgeleuchtet ist. Ich liebe diese Ecke. Gibt es jetzt hier neue Sachen einzusammeln? Lohnt es sich jetzt hier nochmal irgendwie in den Ecken vorbeizuschauen? Ich glaube nicht, oder? Würde auch wenig Sinn machen. Ich meine, was soll zwischenzeitlich passiert sein? Vielleicht hat ein Storch irgendwie neue Materia aus dem Himmel fallen lassen. Aber ich glaube eher nicht. Vielleicht erfahren wir noch was von den Blumen. Nee. Aber das ist irgendwie mega schön. Ich mag das. Vielleicht wollten die Entwickler, dass diese ganze Atmosphäre hier bedrohlich anmutet oder traurig. Aber ich finde es einfach nur wunderschön. Ja, und die haben auf jeden Fall die coolste Butze in Town, ne? So viel steht mal fest. Hier ist ein Briefkasten. Der ist aber weit weg vom Haus. Naja, gut. Dann gehen wir mal und gucken, wie weit wir kommen. Beziehungsweise wer auf dem Rückweg jetzt unseren Weg kreuzen wird. Sehr schade, dass wir uns von Aerith nicht nochmal verabschieden konnten. Aber es ist, wie es ist. Komme ich hier nochmal rein? Nö. Das erste Mal, dass wir jetzt nachts in den Slums unterwegs sind. Seit unserem ersten Besuch, ne? Wir sind ja auch bei Nacht das erste Mal in Slums angekommen. Ich weiß, das waren nicht diese Slums, aber trotzdem. Du bist noch wach? Schlaflos oder was? Ach, guck mal, hier ist alles noch ganz schön ausgeleuchtet. Wie spät haben wir es denn? Ach, der Blumenlieferant. Ich wollte mich noch dafür bedanken, dass Sie den Kindern geholfen haben. Sie reden nur noch über den Soldaten, der Sie gerettet hat. Ex-Soldat. Sagen Sie Aerith doch auch Danke von mir. Okay. Ich adaptiere das jetzt voll von Cloud, ey. Aber es muss anstrengend sein, wenn ich selbst das Bedürfnis habe, hier und da das immer wieder zu betonen. Ich habe das voll von ihm adaptiert. Wie muss es dann für ihn sein? Ziemlich langer Arbeitstag, nicht wahr? Der Alleskönner. Es gibt nichts, was er nicht kann. Unseren Kindern hast du auch sehr geholfen. Vielen Dank dafür. Du arbeitest selbst jetzt noch? Der Alleskönner. Nee, eigentlich arbeiten wir. Also wir sind eigentlich jetzt auf der Flucht, wenn man so will. Beziehungsweise beim Fortsetzen unserer Reise, was aber in Clouds Fall ja dann doch irgendwie Arbeit ist, ne? Na gut, aber wir haben hier scheinbar noch Leute, die auf sind. Ich guck mal eben kurz, ob wir noch mit anderen schnacken können. In die Gebäude kommen wir jetzt wahrscheinlich nicht mehr rein. Sehe ich hier auf der Karte, warte, das ist nicht die Karte. Hier ist die Karte. Sehe ich hier, wo ich noch mit Leuten sprechen kann? Nee, ne? Aber guck mal, jetzt kommt die Sackgasse ins Spiel. Jetzt kommt die Sackgasse ins Spiel, wo ich vorher nie reinkam. Ich wette, bei Nacht kannst du hier irgendwas anstoßen, irgendeine Spezialmission noch annehmen, wenn du mit offenen Augen durch die richtigen Ecken läufst. Aber wenn ich jetzt nichts Grünes sehe, dann werde ich jetzt auch nicht jeden Winkel nochmal absuchen. Ich wollte nur noch einmal die ganze Karte scannen. Na gut, dann gehe ich jetzt aufs Ausrufezeichen zu. Hier brutzelt noch was vor sich hin, ohne dass jemand anwesend ist. Okay. Das ist hier schon ziemlich geisterhaft, ne? Da merkt man echt, wie warm, in Anführungsstrichen, das alles ist, wenn das hier von Menschen besiedelt ist quasi. Also ich hätte hier ein bisschen Angst, muss ich sagen. Ich finde es ein bisschen gruselig. So um das Grundstück von Aerith House herum war das noch anders, aber hier... Oh. Sie hat's geahnt. Huch! Das ist aber mal ein Zufall. Oder uns belauscht. Was soll das jetzt wieder? Ein Hinterhalt? Und wozu? Weil ich noch Zeit mit dir verbringen will. Oh. Oh. Zeigst du mir den Weg? Mit Vergnügen.
Hey, Cloud? Was ist denn los? Ach, nichts. Ich weiß nicht, warum mir jetzt der Gedanke gerade kam, aber ich freue mich wieder sehr auf Nibelheim. Vielleicht, weil wir vorhin diesen kurzen Ausschnitt gesehen haben mit seiner Mutter und ich mich da auch wieder gefragt habe, wie es da wohl aussehen wird hier im Remake. Das haben sie bestimmt auch richtig, richtig schön hergerichtet. Vor allen Dingen Nibelheim, obwohl ich glaube, es kam vorher noch normale Städte und Nibelheim wird nicht die erste normale Stadt sein, weil irgendwann sind wir aus diesem ganzen Slum-Bereich auch raus und werden uns dann ja halt in echten Städten umsehen. Weil die Platte eingestürzt ist, der Himmel ist ganz schön gruselig, was? Beim Bau von Midgar kam es zu einem Unfall und die Platte stürzte in die Tiefe. Zum Glück hat damals noch keiner hier gelebt, sonst wäre die Sache nicht so glimpflich ausgegangen. Wie unfassbar schön die Musik im Hintergrund ist, WTF. Einfach voll die Gänsehaut gerade, damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich habe gerade Ratten gesehen. Ich habe gerade voll an die Ratten rangezoomt, ey. Die bekommen in meinem Let's Play mehr Aufmerksamkeit als in allen anderen. Ich sag's euch. Habe ich gar kein Problem mit. Irgendwie werde ich jetzt gerade schon wieder ein bisschen sentimental. Was ist hier los, ey? Bin ich gerade irgendwie im Heulsusen-Modus oder was? Aber irgendwie allein der Gedanke, dass wir irgendwann die Slums zurücklassen. Ich bin einfach so mega gespannt, wie die Oberwelt hier auch eingebaut wurde, wenn es sie überhaupt gibt, ob wir uns auch draußen auf der Weltkarte später bewegen können. Ich bin gerade gedanklich auch dabei, die ganzen Städte nochmal Revue passieren zu lassen. Ich freue mich so auf die ganzen Orte, die noch kommen. Was ist das? Der Wallmarkt. Die Slums von Sektor 6 sind ziemlich eigentümlich. Sag bloß, du bist noch nie in Sektor 6 gewesen. Hab ich dir doch gesagt. Ich bin aus meinem Dorf direkt zu Shinra gegangen. Ich kenne die Slums kaum, auch nicht die von Sektor 6. Damals, als sie Midgar gebaut haben, sind viele Leute hierher gekommen. Und für diese Leute baute man dann Gasthäuser, Lokale und andere Läden. Das hat viele neue Arbeitsplätze geschaffen und die Menschen hatten auf einmal viel Geld zum Ausgeben. Dieses Geld lockte aber leider auch eine Menge schlechter Leute an. Du meinst Kriminelle? Ja. Also haben sie kurzerhand eine Mauer gebaut, um das Laster einzudämmen. Und so ist der Wallmarkt entstanden. Innerhalb dieser Mauern gelten unsere Gesetze nicht. So hat man die Leute bei Stange gehalten. Und das ist diese Mauer? Ja. Willst du ihn dir mal ansehen? Muss nicht sein. Das lob ich mir. Oh. Die Abkürzung nach Sektor 7 ist hier. Die meisten nehmen die Route durch den Wallmarkt. Aber ich empfehle die hier. Hab ich schon als Kind immer heimlich benutzt. Okay, also ich habe nicht vor, Mrs. Gainsborough zu widersprechen. Aber ich will trotzdem gucken, wie weit wir kommen, wenn ich es doch täte. Auch wenn ich zusammen mit ihr reisen würde, das natürlich nicht wagen würde, aber guck mal, hier ist schon die Grenze. Alles klar. Dann lass uns mal gucken, auch nochmal ganz kurz auf der Karte, weil das ist jetzt ein Abschnitt, den wir so noch nicht gesehen haben. Wir sind dann gar nicht mehr so weit entfernt von dieser Verkleidungsszene. Ne? Da, ich glaube, die ist auch super easy verpassbar. Das war im Hauptspiel schon so. Und ich habe in der Trophäenübersicht bei den nicht versteckten Trophäen auch schon gesehen, dass man dafür eine Trophy bekommt, wenn man da alles richtig macht. Aber ich werde mich da nicht unnötig stressen. Ich werde das vorher abspeichern. Es ist ein Blind Let's Play, Leute. Ich spiele nicht mit Guide. Okay, ich werde das safe verkacken. Und das ist in Ordnung so. Ich glaube, in meinem Let's Play habe ich es auch nicht hinbekommen. Also wenn du nicht ganz genau weißt, wie es geht, dann ist das, glaube ich, auch nicht so leicht. Es sei denn, es ist hier anders. Das kann natürlich sein. Aber wir werden gucken. Frage ist, ob wir da heute überhaupt hinkommen. Aber erstmal haben wir hier noch ein bisschen Gebiet zu erkunden. Oh, ich mag das. Später wird mir das fehlen. Dieses Entspannte,
und verhältnismäßig entschleunigte mit Aerith durch die Slums zu laufen, von Sektor zu Sektor und, weiß ich nicht, den Gesprächen zu lauschen und die Atmosphäre einzufangen. Eingestürzte Schnellstraße, Slums. Die Trümmer der Platte hat man einfach hier liegen lassen. Und hier willst du durch. Du kletterst nicht gerne, hä? Ich frag mich gerade, wie sie das mit ihrem Kleidchen schafft, ohne hängen zu bleiben. Also, dass das keine zimperliche Frau ist, das ist mir schon klar. Aber trotzdem ist das kleidungsmäßig auch nicht so ganz vorteilhaft, ne, wie sie angezogen ist. Da ist tiefer mit ihrem... Okay, mit ihrem Lara Croft... oh, der ist neu. Mit ihrem Lara Croft-Kleidungsstil eher schon prädestiniert. Was ist denn das für eine komische Musik? Die ist ja komplett anders als alles, was vorher lief. So, warte, ich wollte einmal analysieren. Bei denen kennen wir definitiv nicht, oder? Was soll das darstellen? Das sah gerade für mich aus wie so ein längliches fliegendes Seepferdchen oder so. Ein amphibisches Lebewesen, das feuchte Lebensräume mag und sich vom Blut anderer Lebewesen ernährt. Es spürt seine Opfer durch Vibrationen und Temperaturveränderungen auf. Diese Kreatur dreht sich, wenn sie eingeschüchtert ist. Währenddessen ist sie gegen Nahkampfangriffe gefeit und sollte mit Fernwaffen bekämpft werden. Sobald sie aufhört, sich zu drehen, ist sie schockanfällig. Okay, das klingt, als wäre es kein allzu komplizierter Gegner. Ich weiß nicht, also Aerith, Angriffe werden wahrscheinlich als Fernkampf deklariert. Sie geht ja nicht in den Nahkampf. Das ist dann wahrscheinlich der Drehmoment, wo wenig bis gar nichts passiert. Da ist dann wahrscheinlich Ausweichen angesagt. Hört da auch mal auf, sich zu drehen. Okay, das ist schon wieder so ein Gegner. Schon wieder so ein Gegner, der mich annerven wird, weil dieses Rumgedreher einfach ewig lange andauert. Ich dachte, der macht das 3-4 Sekunden und dann hört das auf. Okay, was genau soll ich tun? Jetzt hat's aufgehört. Weil wir sind ja davor gewarnt worden, uns dem anzunähern, wenn... Okay, Hippocamp besiegt. Alles klar. Oder auch nicht. Ich weiß nicht. Die werden später wahrscheinlich in großen Gruppen vor uns auftauchen. Jetzt schon gar keinen Bock drauf. Aber wir werden das schaffen. Wir haben bisher alles geschafft. Ey, guck mal, egal wie viel ich meckere, wir sind bisher gut durchgekommen. Ja, erster Boss, first try. Zweiter im zweiten try. Es wird zwar immer schlechter, aber irgendwie geht das am Ende des Tages immer gut aus. So, da hinten ist noch irgendein komischer Kasten. Kann ich hier mit irgendwas tun? Nein. Dann wohl auf zur Leiter. Ist bestimmt auch so eine Ecke, wo du, wenn du nicht gut genug hinschaust, irgendwas übersehen kannst. Aber was mich gerade ein bisschen irritiert, in Aerith House habe ich noch eine Kiste gesehen. Da komme ich jetzt gar nicht ran. Oder habe ich da auch wieder was verpasst? Und zur Kirche bin ich auch nicht mehr zurückgekommen. In der Kirche habe ich eine Materia liegen lassen. Jetzt habe ich mindestens zwei Orte, wo ich mich frage, wie hätte man das machen sollen? Beziehungsweise wann hätte man das machen sollen? Das ist natürlich die spannendere Frage. Was, wie heißt der? Ich sehe nichts, weil die Kamera hier gerade so... Nee, ich bin zu... Geht mir zu schnell. Niederer Schimmer? Ich kann das nicht erkennen. So, einmal in dieses Menü gehen, das bringt Ruhe rein. Hätte ich auch vorher machen können. Egal. Ich wusste ja, dass ich den analysieren will. Deswegen no stress. Ein fliegendes Wesen, das in den Slums beheimatet ist und über magische Kräfte verfügt. Es ist von kleinem Wuchs und fliegt oft nah am Boden. Windelementare Attacken füllen schnell seine Schockleiste. Wenn du es mit Magieattacken triffst, fliegt es kurzzeitig tiefer. Okay, so brauche ich aber, glaube ich, nicht. Behaupte ich jetzt einfach mal. Weil ich würde jetzt gerne... Was habe ich Aerith als andere Materia... Ah, ich habe ihr... Nee, ich habe ihr den ATB-Boost habe ich ihr gegeben. Ich habe aktuell gar nicht so viele Elemente, die ich bedienen kann. Okay, der Impulshieb, der geht scheinbar nicht in die Luft. Lassen wir ein Feuerchen mal auf ihn runterregnen oder nach oben regnen, je nachdem. Dann war es das auch. Niederer Schimmer besiegt. Der sieht cool aus. Trotzdem hasse ich fliegende Gegner. Aber ich hasse fliegende Gegner nicht so sehr wie Gegner, die imstande sind, Zustandsveränderungen zu wirken. Ich werde auf jeden Fall meine eigene kleine Party feiern, wenn ich meine erste Schleife hier finde. Okay. Okay. Wartet da etwa... Was ist das? Ein ferngesteuerter Kran. Süß, nicht? Mm.
Interessant, was Aerith so süß findet. Also das wäre jetzt nicht das erste Wort, was mir dazu eingefallen wäre, aber okay. So, das Ding greift uns doch gleich safe an, oder? Oder können wir den steuern und da ergibt sich gleich ein Minispiel daraus? Ich habe auf jeden Fall einen Schaltpult schon... Oh, gesehen. Endlich mal wieder eine Kiste, ey. Hab euch schon vermisst. Nachdem ich in der letzten Cutscene da eine gesehen habe im Haus und nicht ran durfte. Weißt du, erstmal die Leute ködern und sie dann nicht hinlassen. Das ist nicht okay. Vielleicht hätte ich nochmal zurück ins Haus gekonnt, aber das wäre hart unlogisch gewesen. Das wäre komplett unlogisch gewesen. So was Dummes. Jemand hat die Leiter hochgezogen. Ja. Vielleicht können wir den Kran ja benutzen. Natürlich können wir den benutzen. Das wussten wir doch vorher schon. Ich gucke nur, ob ich jetzt hier was einsammeln kann. Die Frage ist, müssen wir den dann auch bekämpfen oder müssen wir den einfach nur bedienen und erfreuen uns dann dran, dass wir damit einfach die Leiter wieder in Betrieb nehmen können? Ich weiß es nicht, aber wir werden das auch erst in der nächsten Folge rausfinden. Ich gucke nochmal hier. Hier sind wir aber soweit durch. Dann lass uns das kleine Upgrade für Tifa jetzt nochmal mitnehmen. Damit wir zum Ende vielleicht doch noch was Konstruktives tun. Ich befürchte irgendwie, dass wir den Arm beim nächsten Mal bekämpfen müssen. Deswegen will ich den Schaltpult oder das Schaltpult jetzt noch nicht bedienen. Feuer oder Eis? Feuer oder Eis? Entscheiden Sie jetzt. Entscheiden Sie weise. Ich nehme Eis. Weil das zufällig das erste war, wo ich raufkam. Warum habe ich denn hier schon 1 von 6? Habe ich das damals ausgewählt? Oder ist bei dem Kern hier im Nachgang noch was mit dazugekommen? Das weiß ich gerade nicht mehr. Ich vermisse Tifa auch irgendwie ein bisschen. Ich freue mich auch sehr, wenn sie wieder ins Team kommt. Aber ich will auch, dass wir noch lange mit Aerith weiterhin spielen. Ich will einfach, dass das hier alles noch ein bisschen dauert. Das wäre schön. Gut, ihr Lieben, dann würde ich sagen, werden wir an dieser Stelle einen Cut machen und beim nächsten Mal unmissverständlich mit der Hauptstory weitermachen, indem wir den Kran bedienen und schauen, was passiert. Für heute bedanke ich mich aber erstmal fürs Einschalten und würde mich sehr freuen, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dahin, wenn ihr mögt. Ciao!